Das nächste. Obwohl, ihr wisst ja gar nicht, dass es das nächste Video ist, ne? Aber ich nehme immer so ein paar Oh-Els. Einfach zu dumm zum Klicken sein. Gut. Wir malen hier ein bisschen rum. Und zwar möchte ich gerne das Ganze drumherum mit viel Tinte füllen. Also mit Markern und sowas. Und da habe ich von Pigma. Ich habe von Pigma. Nicht Pipik, nicht Pigmi, Pigma. Habe ich so ein Set. Sakura heißt die Marke. Okay, jetzt haben wir alles benannt. Jetzt haben wir alles benannt, was hier drin stecken könnte. Da sind wohl verschiedene Graus und sowas dabei. Die sind grau, ja. Die sind grau. Und damit hantieren wir jetzt ein bisschen rum. Gucken wir mal, was hier so machbar ist. Vorher skizzieren wir ein bisschen. Das Haus werde ich natürlich auch noch fertig malen, aber jetzt will ich erstmal so ein bisschen hier mit rummalen. Um zu mal schauen. Es wird spannend. Also mal gucken, ob ich jetzt schon was davon benutze. Grundsätzlich ist das aber, was damit noch passieren soll. So, legen wir das mal dahin. Ach, es wird alles schon sein Dings finden, sein Ort der Bestimmung. Start. Gut. Hat was, ne? Machen wir erstmal ganz klassisch hier so ein bisschen einen Übergang. Ah, nein, halt! Ja, wir machen noch einen. Ich habe was vergessen, was ich machen sollte. Ja. Wir machen dann noch eins. Ist okay. So. Ich will das hier nämlich schön mit Tintenzeichnung. Tinte. Ich würde gerne mal mit Tinte malen. Das habe ich früher viel gemacht. So. Ich weiß, ich wollte damit nur mit den anderen Stiften malen, aber Ideen sind da, um sie zu verwerfen. Sonst bräuchte ich ja keine neuen haben, ne? So, ich glaube, wir malen hier auch noch eine. Ich glaube, wir malen hier noch einen schönen Stuhl hin. Gib mal einen Bleistift. Hier kann auch noch ein schöner. Sieht man das gut hier? Weiß ich gar nicht, ne? Also das darf alles ganz falsch und kriegselig sein und so. Das ist okay. Ich mag diese Attitüde drumherum. So. Das gibt dem Ganzen dann so ein bisschen was Verwunschenes. Wo ist das? Hätte ich das mal gut, Bulane, gut gemacht. Oh, schön. Ah, wie sehr liebe ich das denn? So, nach diesem Video werden wir doch noch was skizzieren. Ich hätte es fast vergessen in der Aufregung. Da werden wir ein Motiv machen für die Metallboxen. Also wenn es dazu auserkoren wird. Oh, das mag ich sehr. Das mag ich sehr. Wie es auch so nach und nach seinen Charme entfaltet, ne? Hier, finde ich schön. Gehen wir noch mal so ein bisschen rein. Für ein bisschen mehr Kritzelei. So, und auf dem Stuhl darf ruhig. Auch ein kleines Haus stehen.
Zack, 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 zack. So. Das mag ich sehr. Und mein Bauch knurrt, mein Magen. Das ist natürlich nicht der Bauch. Ja, ich hatte bisher nur eine Schale Müsli. Das ist natürlich nicht so viel, ne? Was könnte hier denn noch so stehen? Was mit dem Stuhl eigentlich? Man könnte. Ich denke, wenn. Hier noch so ein kleiner Stuhl liegt. Das wird jetzt perspektivisch bestimmt keine Meisterleistung. Das gefällt mir auch. Ich mag das, dass es dann so umringt. Ich habe ja zum Malen üben früher fast nur Stühle gemalt, gell? Stühle und so Blümchen. Damit konnte ich einfach gut üben. Das war mein Ding. Habe ich angemacht? Habe ich angemacht. Ach, guck mal, hier können wir der Abwechslungsheit halber. Abwechslungsheit. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin über Nacht einfach dumm geworden. Einfach richtig dumm geworden über Nacht. Manchmal ist es so. Manchmal muss man. So, hier ist dann ein bisschen Gras. Und ich denke, warte. Oh, guck doch, wie schön man das damit machen kann. Wie sehr ich sowas liebe, gell? Einfach schöne Elemente da reinpacken. Hier kann noch so eine Flasche liegen mit einer Flaschenpost drinne. So. Das erkennt man dann auch, glaube ich, besser, wenn es rausgemalt ist, beziehungsweise machen hier noch ein Etikett drauf. Und dann schreiben wir einfach. Flaschi. Wow. Ich mag, wie das so seine Tiefe bekommt. Kann man zwei Regenrinnen haben? Ja, eigentlich schon, ne? Naja, jetzt ist ja eh zu spät, haben wir schon angefangen. Ja, ich denke, das wird dann auch schön, wenn man es ausgemalt hat.
Da müssen wir dann gucken. Hier. Ja gut, daneben kommen wir gar nicht anders, ne? Geht gar nicht anders als eine Lampe auf die Bank. Ein bisschen cute, wie die da steht, finde ich. Da machen wir uns so einen kleinen Mond. Müssen hier recht viele Elemente drauf kriegen. Hier eine kleine Figur, die darf hier ruhig so sitzen. Ein bisschen wuschelige Haare. So. Dann, ja klar, am Mond lehnt natürlich. Wie soll es auch anders sein? Ein kleiner Hexenbesen, der. Der lehnt da dran. So füllt sich das ganz schnell, ne? Haben wir noch ein paar? Ah, nur noch 24 Sekunden, okay. Ja, dann brauche ich nichts Größeres mehr hier drauf malen. Das brauchen wir nicht. Man könnte pünktlich mit der Abmoderation beginnen, ne? Aber seit wann machen wir sinnvolle Dinge hier? So, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Ach so, folgt mir überall.